Herzlich willkommen im neuen Video. Heute schauen wir uns ein altes, ehemaliges Hotel mit Restaurant an. Aber wir sind an dieser Stelle nicht alleine, sondern wir sind wieder in Verstärkung von Kai und von Timmy. Jo, wir gucken mal, was die Location zu bieten hat. Okay, das sieht aus wie alte Waschküche hier. Ja, und oben sind die so Restaurant durch die Decke. Ja, aber richtig. So, wir befinden uns jetzt hier im unteren Teil eines ehemaligen Hotels mit Restaurant. Genau, wir stehen mitten in der Waschküche. Ich weiß nicht, ob Mike das gerade schon gesagt hat. Hier lagert die Bettwäsche und die Kleidung der Mitarbeiter. Die Waschmaschinen stehen hier. Es ist wirklich interessant, weil alles noch vorhanden ist. Die komplette Kleidung. Schon krass. Krass. Hier ist so eine kleine Abstellkammer. Ist noch alles zurückgelassen. WC-Reiniger und sämtliche Reinigungsmittel für die Sanitäranlagen. Und an dieser Seite das gesamte Equipment. Vom Staubsauger an bis zum Wischmopp. Da muss man mal überlegen, was für einen Wert das hier hat. Hier stehen noch die gesamten Maschinen, aber im Großformat. Einfach nur der Wahnsinn. Von der Waschküche hier geht es hier in einen Zwischengang. Sieht aus wie so ein Flur. Und von hier gelangt man schon in den Gästebereich. Hier steht ein richtig schöner Tresen. Guckt euch das mal an. Hier mit der Zapfanlage, die von oben runterkommt. Echt schön. Schaut mal, hier ist einfach noch alles intakt. Das heißt, jeden Moment könnte man das eigentlich hier wieder in Gang setzen. Nur das Bier kommt nicht. Aber auch hier, guckt euch das an, hier ist noch alles da. So, genügend Bier geschlürft. Jetzt geht's weiter. Krass. Leute, das müsst ihr euch angucken. Ein riesengroßer, schöner Empfangsbereich. Sieht aus wie der Haupteingang. Und hier hängt noch ein richtig schöner, altmodischer Kronleuchter. Wahnsinn. Also man muss sich das echt mal angucken. Das sieht hier echt aus. Schon fast wie so ein kleines Museum. Hier steht noch ein richtig schönes Klavier. Hört mal. Ich würde ja jetzt hier erstmal die Mozart-Symphonie spielen, aber ist leider ein bisschen zu laut und wir haben keine Zeit. Nicht zu glauben, was hier alles noch steht. Also, guck mal, richtig schöner Spiegel. Auch hier, wie schön das Glas verziert ist. Und der Kai hatte mich gerade darauf aufmerksam gemacht. In der oberen Etage ist das auch richtig schön verziert, das Glas.
Dann schauen wir mal, was uns das Hotel noch so bietet. Hier ist das Restaurant mit den ganzen Sitzgelegenheiten. Und zur rechten Seite sind wir im Kaminzimmer. Guckt euch mal bitte diesen richtig schönen Kamin an. Das muss unheimlich gemütlich gewesen sein, wenn man hier früher in so einer Sitzecke gesessen hat. Vielleicht ja auch eine heiße Schokolade getrunken hat. Oder vielleicht sogar eine Waffel mit Vanilleeis. Echt ein richtig schönes Restaurant. Zumindest der Essensbereich. Der Essensbereich gefällt mir persönlich richtig gut. Wir müssen hier mal so ein bisschen aufpassen. Auf der Seite, wo ihr jetzt seid, also hinter euch ist die Fensterfront. Hier geht es nochmal in einen weiteren Bereich, der so ein bisschen mehr für Privatsphäre sorgt. Mit schönen Stuckarbeiten an der Decke. Von dem Essensbereich sind wir wieder in dem großen Flur. Und hier stehen noch alte Kuchenvitrinen. Hier habe ich jetzt noch einen exklusiven Bereich gefunden. Der war wahrscheinlich für kleine Privatfeiern gedacht. Richtig schöne Vertäfelung an den Wänden. Schau mal, da stehen sogar noch die Weinflaschen im Fenster. Was ich hier besonders schön finde, das Fenster ist gleichzeitig ein Schaufenster. Hier stehen noch die ganzen Sitzgarnituren und ein richtig fetter Spiegel an der Wand. Vielleicht hört ihr schon so ein bisschen. Leider ist das Dach undicht und somit ist die Location hier im Verfall freigegeben, denn es kommt Feuchtigkeit rein. Das heißt, nach und nach wird es jetzt immer schneller gehen, dass das Gebäude zerfällt. Schaut mal bitte, wie schön das hier aussieht. Das ist hier richtig mit Liebe gemacht. Und es könnte sein, dass es hier in die obere Etage eventuell zu den Zimmern geht. Aber wir schauen uns jetzt erstmal noch weiter die untere Etage an. Keller können wir uns später nochmal anschauen. Scheint so ein bisschen das Lager für das Geschirr zu sein und für den ganzen Gastrobereich. Und das ist der absolute Hammer. Hier steht einfach noch alles. Von dem Geschirrbereich geht es nochmal weiter. Hier ist nochmal eine weitere Theke. Auch hier steht einfach noch alles. Also wenn wir sagen, hier steht noch alles. Guck mal da unten. Hier steht wirklich noch alles. In dem Kühlschrank hier befinden sich sogar noch ein paar Klopfer. Rein, ne? Ja. Guck mal, sogar hier. Leider ist das Dach undicht, was ich ja gerade schon mal sagte. Boah, das ist aber echt schade, ne? Wenn man sieht, dass das Gebäude noch so geil ist und so eingerichtet. Und dass es nur am Dach liegt eigentlich, dass es verfällt dann, ne? Es tropft auf mich drauf. Immer noch auf der Suche nach der richtigen Großküche bin ich fündig geworden. Und ob man es glauben mag oder nicht, hier riecht es sogar noch richtig nach Essen. Auch hier wieder ein ganz großer Anteil an dem ganzen Geschirr. Hier nochmal so ein Teil von der Waschstation mit der alten Waschmaschine. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist echt Hammer.
Also klar, es ist ein bisschen unordentlich, aber im Grunde genommen könnte man theoretisch, wenn man will, hier eigentlich ab morgen wieder kochen. Warum musst du vorher alles sauber machen, ja klar. Kai, bitte. Ich hatte jetzt in einer anderen Location auch ein ähnliches Gerät. Erklär mir doch mal bitte, was das ist. Das ist ein Ofen, ein Kombi-Dämpferofen von Rational. Das ist die größte Firma-Marke, die es davon gibt. Die machen auch ganz viele Lehrgänge. Die haben auch riesige Kipper. Ein Kipper ist praktisch das hier, nur in einer großen Pfanne, praktisch ähnlich wie das hier. Nur in 2x2 Meter groß oder noch mehr. Das ist fast so ungefähr 250 Liter. In dem Ding kann man es braten, grillen, dünsten. Du kannst da drin auch Gemüse kochen. Natürlich alles mit Wasserdampf. Lässt sich alles so gut einstellen. Das Ding ist verdammt, verdammt teuer. Ja, der kostet... Es gibt noch einen Tag einen kleineren, der kostet 15.000 und der kostet vielleicht 25.000. Krass. Aber was noch viel teurer ist, ist da hinten der Salamander. Der steht da hinten links in der Ecke. An der Wand, genau. Das sind so Heizspiralen von unten, wenn über 300 Grad heiß. Da wird dann alles gratiniert, was so geht. Oder ein Steak auch mit einer Kruste übersehen. Krass. Und das Ding, das kann ballern. Ja, ich weiß nicht, kann man das noch genug lesen? Und damit könnte man das dann einstellen. Genau, man hat dann praktisch immer so ein Blech gehabt. Da lagen jetzt mehrere Stücke Fleisch drauf, drunter geschoben, angemalt, runter. Und dann erstmal angeballert. Der hat sogar einen Zeitschalter, sehe ich. Die modernen haben eigentlich gar keinen mehr. Dann machst du einfach nur an und das war dann. Hier ist noch ein Salamander. Ist echt der absolute Wahnsinn, ja. Eine so gut intakte Küche in einem Lost Place zu sehen. Und ihr habt es ja gerade gehört, hier stehen sogar noch richtig wertvolle Küchengeräte. Ist wieder die Frage, warum wurde das nicht alles verkauft oder mitgenommen? Krass. Also die Küche ist wirklich sehr, sehr groß. Ja, also wirklich, das ist so eine Küche, da kannst du locker ungefähr so 1000 Portionen locker machen, wenn du genug Arbeiter hast. Ne? 1000 Küche überschüttet. Wie viele Personen schätzt du, haben hier gearbeitet? Eigentlich immer so Minimum 8, ne? Also mit der Spülkraft jetzt gerechnet, du hast einen Gartmanager, also anders gesagt, du hast zum Beispiel Fleisch, du hast für Fisch, Gemüse, Soße. Da hast du den Hauptchef, der guckt da drüber, den normalen Küchenchef. Und ja, bei der Küchengröße, wenn ich mir jetzt sehe, die sind auch noch Nachtischgeräte, die Kühlgeräte und so weiter. Ja, und da ist nochmal ein großer Kombidämpfer oder Räucherofen, muss ich mir noch genauer angucken. Da sind locker 12 Leute hier am Arbeiten gewesen, kann gut sein. Das war so klar, dass Annika erstmal in die Speisekammer geht, ne? Ich habe sogar noch was gefunden, das mal. Kleine Törtchen. So Törtchen-Dinger. Törtchenboden, ne? Ich würde es jetzt nicht mehr essen, aber hier steht einfach so viel Puderzucker. Guck mal bitte aufs Verfallsdatum. 28. Ja, das ist noch nicht abgelaufen. Puderzucker hält lange, glaube ich. Aber hier gucken. Hier stehen noch so ein bisschen Speiseöle, Dressings. Oystersoße. Guck mal, das ist noch verschlossen sogar. Das ist auch noch verschlossen. So, also das ist ja immer mein Test, so zu gucken. Scheiße, wir wurden erwischt, Leute. So, ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir wieder draußen. Wir mussten das Gebäude schlagartig verlassen, weil ein
fremder Mann uns rausgejagt hat. Er hat uns in der Küche gesehen, ans Fenster geklopft und geschrien. Ja, wie am Spieß, kann man fast schon sagen. Wir sind noch etwas erschrocken, weil wir das erste Mal so richtig erwischt wurden. Sind jetzt erstmal ein paar Kilometer gefahren auf den nächsten Parkplatz, beruhigen uns ein bisschen. Deswegen ist das Video an dieser Stelle zu Ende. Falls es euch dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo wären echt super. Wir verdauen jetzt erstmal hier den Schreck. Und müssen erstmal die Unterhose wechseln. Ja, die Unterhose wechseln, weil auf jeden Fall ein Köttelchen ist drin. Bis zum nächsten Video.